Es ist Zucchini-Hochsaison. In den verschiedensten Variationen kommt das Gemüse auf die Teller der Südbadener. Dabei züchten immer mehr das Nachtschattengewächs im eigenen Garten. Hobbygärtner müssen hierbei aber vorsichtig sein. Anita Präg-Moll vom Blumenhaus Präg in Freiburg-St.-Georgen kennt die Gefahr. Das ist wirklich das Problem, der Eigenanbau. Oft wird Samen von letztem Jahr oder auch von 2 Jahren wird einfach aufgehoben, weil man vielleicht gute Erfolge damit erzielt hat. Aber durch das können sich halt eben Rückkreuzungen bilden mit anderen Sachen, mit anderen Kürbis zum Beispiel. Zucchini sollte auch wirklich einen gewissen Abstand haben zu normalen Kürbispflanzen, hauptsächlich Zierkürbis, die nicht zur Verspeisung geeignet sind. Die kreuzen sich eben sehr gern, weil sie sich von der Blüte her sehr ähneln. Und deswegen, wenn man es im eigenen Garten anpflanzt, Kürbis, Zucchini und auch Gurken weit voneinander, so weit wie möglich voneinander anpflanzen. Also ich sage jetzt mal, im feuchten Sommer oder in einem normalen Sommer um die 28, 30 Grad hast du es einfach nicht. Da kommt es einfach nicht, oder nicht so oft kommt es dann vor. Aber diese Bitterstoffe werden tatsächlich bei dieser Hitze produziert. Jüngst hat sich ein Mann aus Baden-Württemberg mit Zucchini aus dem eigenen Garten vergiftet. Sogar das Verbraucherschutzministerium mahnt zur Vorsicht. Dr. Uwe Stettler, Leiter der Vergiftungsinformationszentrale Freiburg, klärt für den Ernstfall auf. Also dieser Giftstoff reizt die Schleimhäute, führt dadurch zu Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall und auf die Weise auch zu unter Umständen heftigen Wasserverlust. Im Prinzip ist die Therapie orientiert einfach an den Symptomen. Das heißt, sie gehen vor wie bei einer Magen-Darm-Grippe. Wenn Sie Bauchschmerzen haben, vielleicht ein bisschen leichtes Essen, wenn man Durchfall hat, entsprechend mit dem Trinken drauf achten. Unter Umständen auch zum Hausarzt gehen, wenn es schlimmer ist, so wie man es eben bei einem Infekt auch machen würde. Wer vorsichtig und aufmerksam ist, muss sich keine Sorgen machen. Dann steht der heimischen Zucchini-Zucht nichts im Wege. Guten Appetit!